das passiert auch, wenn man eins drückt. Ich werde noch sehr viel Spaß haben in meinem neuen Tool. Ach ja. So, dann machen wir uns hier mal einen schönen Eingang. Ach, dann nehmen wir halt Kabel, ey. Das ist so furzegal gerade. Kann man ja kaum in Worte fassen. Wie sehr das Blähung verursacht und mir furzegal ist. Machen wir halt Kabel rein. Mein Jütterchen. Kabel ist auch hübsch. Ja, ich weiß. Ich muss da oben drauf gleich wieder. Ja, mach immer. Machen wir doch alles. Und dann machen wir die zwei noch. Und damit ihr euch nicht aufregen müsst, machen wir das so noch. So, dann muss ich Minecraft nur noch beibringen, dass er die Zahlen ignoriert. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. So, 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 so. Ja, Boden noch raus. Können wir hier auch noch raushauen. Zack, zack. Tack, tack, tack. Tack, 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 tack. So, eine Tür rein. Einen Knöpfe dran. So, eigentlich bräuchte ich jetzt noch Dingens. Ist die Nacht schon wieder vorbei und ich habe drei Monster getötet. La, la, la. Holz war ja hier, genau. Ein Stück. Bretter machen wir uns mal draus und machen gleich mal noch zwei Trittflächen. So, eine weiß ich ja schon, wo sie hin soll. Kartoffel könnten wir auch mal wieder essen. Es ist aber auch nett für uns Deutsche, dass es jetzt endlich Kartoffeln hier gibt. Das ist echt. Ah, was wäre ein Mittagessen ohne Kartoffel? Wahrscheinlich italienisch mit Pesto. Ist das jetzt auch schon Phrasenschwein? Ich bin mir nicht sicher. Nein, das ergänzt sich jetzt nicht. So. Hübsch, 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 hübsch. Vornehm geht die Welt zugrunde. Schön. Ja, es ist nicht schön, aber es ist selten. Würde ich mal sagen. Ich könnte jetzt den hier wieder rausholen. Ach nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich hau hier einfach so Dirt rein, damit es dann so stimmig wird. Ja, könnte ich auch. Ich habe genug von dem Rotz. Kann ich hier auch so machen. Ja, jetzt könnte ich hier noch Treppen machen. Weil wir wollen ja auch designtechnisch uns auf das nächste Level befördern. Ist jetzt nicht so großartig designt hier, aber naja. Päckchen draußen noch dran. Immerhin können wir jetzt hier oben raus auf die obere Ebene. So haben das schon mal verbunden hier. Und da kann man schon schön rüber gucken. Da oben sind wir auch schon drin. Also bauen wir da drüben weiter. Da, wo ist da drüben? Hier ist da drüben. Es ist bloß die Frage, wo wir da richtig landen werden, wenn wir das tun. Ach, ich glaube, ich gehe einfach ab der Ecke da los. Das wird schon passen. Also ab hier... Ach, hier... Hier ist der ganze Cleanstone rein. Ich erinnere mich, der war ja weg. Mein Gott, die Erinnerung kehrt zurück. Ist das nicht schön? Facepalm. Plöck. So. Da und da. Genau. Weil wir wollen uns jetzt erstmal hier so diagonal durch den Berg fräsen, würde ich mal sagen. Diagonal sieht immer gut aus in Minecraft, vor allem bei so großen Klötzchen. Wo sehe ich denn jetzt eigentlich, wie lange ich schon aufgenommen habe? Gibt es dafür auch eine Anzeige? Oder muss man sich das so merken? Ich glaube, das muss man sich so merken irgendwie. Andere haben ja dafür alternativ asymmetrisch. Verdammt. Nee, oder?
dem Punkt 2, 2? Nee, warum sieht denn das so komisch aus? Ach, weil... Okay, die muss noch weg. Dann hauen wir die noch weg. Nee. Doch? Doch. Ah, okay. Na, komm, dann hauen wir hier raus. Cleanstone ist ja gleich fertig, ein Stack. Dann können wir hier ein bisschen flicken gehen. Ja, und ich weiß, eigentlich und überhaupt und so, aber... Ja, jetzt ist das symmetrisch. Schön. Schön, 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 schön. Symmetrie, mein Freund und Helfer. Wieder diagonale Steine kloppen. Es tut mir leid, das werden jetzt wieder sehr unspannende Folgen für euch wahrscheinlich. Aber ich verspreche, wir gehen auch draußen wieder ein bisschen Monster hauen. Jetzt, wo wir so ein cooles Schwert haben, müssen wir es ja auch benutzen. Und im Gegensatz zu anderen Let's Plays kann ich jetzt nochmal anmerken, ja, ich spiele hier wirklich für mich. Ihr dürft bloß zuschauen. Fühlt euch geehrt. Phrasenschwein. Und das passt eigentlich auch dazu. La 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 la. So. So, auf die Uhr gucke, war es gar keine gute Idee, jetzt anzufangen damit. Könnt ihr an dieser Stelle auch aufhören und hoffen, dass es eine vernünftige Länge ist und ich wenigstens eine Folge daraus schneiden kann. Mal gucken wir erstmal, wo wir jetzt hier landen. Irgendwann muss ich auch wieder gerade graben. Fürchte ich, glaube ich, meine ich, hoffe ich. Ja, es sieht doch aber schon mal cool aus. So ein diagonaler Gang hier. Der hat doch was. Vor allem, wenn jetzt hier so ein Raum münden würde. So ein größerer. Entschuldigung fürs Pusten. Und ich habe beschlossen, ich werde den Hall-Effekt nicht ganz so häufig einsetzen, weil ich ja primär hier in meiner Höhle bin, aber ich nehme das einfach mal als Häusle und dann passt das. So. Ah, die Spitzhacke müssen wir auch mal reparieren. Ich hoffe, es geht, das macht dieses Enchantment-Ding da gleich mit. Den Fix am Amboss. Also für mich ist es ja ein Fix, was da ist. Plug-Inchen uns gewährt an Features. Weil wäre echt, also ich muss mal sehen, ob es dieses Plug-In oder wie auch immer. Ne, müssen wir hier so weit weg machen. Ne? 1, 2, 3. Ja, Mitte. 7. 3, 3. 1, 2, 3, 4. So, wenn wir jetzt hier einen 7-7 Raum machen, raus. Kann es ja nicht werden, ne? Da die Wand ist ja länger um 3, das heißt, die ist 10 lang. Naja, schauen wir mal. Wir kloppen jetzt hier auf jeden Fall auch mal zu 7. Das heißt, noch 3 in die Tiefe. Gucken wir uns mal die Langwände an, wie das aussieht. Und ja, es sind jetzt eher sinnlose Räume. Und ja, man muss nicht den ganzen Berg aushöhlen. Man könnte ihn auch total natürlich umbauen. Wäre auch voll drin, wisst ihr? Also so total krass und so. Aber... ja eher der Bergaushöhler und Umbauer. Bin ich auf lange Sicht schon ziemlich gut gefahren. Also was heißt auf lange Sicht? Der ersten Minecraft Let's Play Let's Cast Welt war dem ja auch so. Da habe ich ja auch so einen Berg in der Form, Art und Weise umgebaut und es hat mir im Endeffekt sehr lange Freude bereitet, daran immer mal wieder noch einen neuen Raum zu machen, Etagen abzureißen und umzubauen und so. Das ist so langfristig ein gutes Projekt.
und dass ich dem ja sehr verfallen bin, bis auf das Bauernhaus, was echt hübsch geworden ist, oder beziehungsweise Bauernpalast da. Gefällt mir mein Haus, also als riesiges Haus einfach. 1, 2, 3, 4, genau. So, und das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 3, 4, Glück. Glück. 4. Ja. Jetzt haben wir hier so einen Raum. Ich bin immer noch nirgends rausgekommen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach Diagonalräume wieder ab, also Diagonalgänge abgehen lassen. Hm. Das ist die Frage. Fangen wir erstmal mit dem an, der hier weiterführt. Ah, ja, das sieht gut aus. Da ist schon mal Erde. Und Erde bedeutet für uns, dass wir gleich draußen sind. Oder? Ja, kein Oder. Wir sind draußen. Genau. So, wo sind wir denn jetzt? Ziemlich weit draußen sogar. Okay, das heißt, wir könnten jetzt die ganze Flanke hier abhauen, aber ich jetzt auch gerade keinen Just drauf, glaube ich. Muss auf jeden Fall noch Glas holen. So, nach dem Fels hier ein bisschen freilegen. Was dann auch hübsch aussieht von der anderen Seite. Und dann können wir hier 1, 2, 3. Ja, gut, das hier kann noch weg. Ah, wird schon wieder dunkel. Das braucht doch hier eh keiner, den Scheiß. So, weg damit. So, ein bisschen einsammeln gehen. Einsammeln ist immer gut. Kohle ist auch super. Könnten wir auch mitnehmen, aber werden wir jetzt nicht tun. So. Also, mal Flix, Flux, rüber zu den Kisten und holen wir uns mal ein wenig Glas. Ja, das Portal ist auch noch da. Gut, dass wir darüber informiert wurden. So. Ja. Das haben wir ein bisschen Cleanstone. So, das brauchen wir später. Die Tür ja auch. Das Glas brauchen wir jetzt, brauchen wir auch später. Wo ist denn der Cleanstone? Da ist der Cleanstone. Jo. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dam-di-dam. Erstmal machen wir hier hinten nämlich dicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, schön. Nächster Ausguck hier in diese Bucht von der Seite. Sehr schön, sehr schön. Mit dieser abgesetzten Ecke. Da kann man nicht was draus machen, oder? Mal probieren, das hier noch so ein bisschen absetzt. Und zwar richtig. Naja, gut. Na, eigentlich. Nee. Das wird zu eng. Das wird zu eng. Das sieht nicht gut aus. Muss man das so machen? Ja, okay. Und dann können wir da Fackeln reinsetzen. Wir hätten jetzt auch Glowstone zur Verfügung. Im Zweifelsfall. Aber so kann man ein bisschen aus der Ecke da rauslugen. Mehr soll es ja nicht sein. Ja, wenn wir jetzt das Glas voll machen würden, das hier hin, hätten wir. Ja, hätte man weniger Striche drin, also wenn man sich hier so reinstellt. Ja, ist gut. Danke. Danke. So. Dann will ich mal sagen. Wie weit war man da weg? Ein ganz schönes Stück, ne? Also entweder wir machen das. Ah, ich weiß noch gar nicht, was ich aus all den Räumen mache. Ich lasse die jetzt erstmal leer. Aber so vom Gefühl her. Ich könnte jetzt hier wirklich erstmal diagonal probieren. Mal sehen, wo wir da landen. Ist jetzt auch nicht die großartigste Idee, aber das ist gute Musik.
um weiter Kabels aus der Wand zu hauen. Yay. Ah, verdammt. Ach so, ja. Apropos verdammt. Ja. Apropos verdammig. So, Fixstein. Machen wir jetzt erstmal hier irgendwie ganz. Also ganz ist ja auch relativ, was das angeht. Aber ich könnte ja jetzt hier und hier eine Fackel setzen. Das ist schon mal gut. So, Decke ist auch korrigiert. Hier können wir ja schon rausgucken. Oh, tut mir leid, ich bete. Ah, habe ich schon erwähnt, dass ich es... Naja, hatte ich erwähnt. Brauche ja nicht wieder erwähnen, sonst muss ich ja gleich wieder Tasten drücken und mich freuen darüber, dass ich Tasten drücken kann. Ach, ist das ein cooles Tool. Ich freue mich schon, wenn ich mal wieder dazu kommen, einen Livestream zu machen. Das wäre so geil. Naja, eigentlich liegt es ja, die Entscheidung ist ja eine freie. Und ich könnte sie auch anders fällen, aber in letzter Zeit ist das mit der Zeit echt übel, ne? Hatte man mal sehr viel von und aktuell hat man da so quasi gar nichts mehr. Deswegen ich mich ja auch drauf verlege, zum einen die falschen Steine aus den Wänden zu hauen, damit ich die Zeit hier effektiver nutzen kann, ne, mit mehr Minecraft. Minecraft ist ja primär. Wir hauen mit einem Werkzeug in die Wände und generieren uns Cobblestones. Ohne Ende. Wir könnten einen Cobblestone-Berg bauen. So viele, wie wir haben. Ein künstlicher Berg. Frei nach dem Anhalter. So. Bum, bum, bum.